Guten Morgen, liebe Wohnmuckelig-Freunde, hier aus der Messe Düsseldorf, Halle 5. Ich habe Besuch gekommen aus der Schweiz. Und zwar zwei Hunde und natürlich auch zwei Schweizer. Du bist die? Nadja. Die Nadja und der? Thomas. Der Thomas. Ihr rollt da auf sogenannten E-Rollstühle. Ja. Und eben wie gesagt Schweizer. Und zwar sind das die Schweizer, die wir Ostschweizer beneiden, weil die eben im Tessin unten wohnen. Wo wohnt ihr denn da? In Cresciano, das ist in der Nähe zwischen Bellinzona und Piasca. Ja, also wunderschön, ja, da träumen wir davon, die Sonnenstube von der Schweiz. Und das ist? Die Cherry. Die Cherry und hier? Betty. Betty, zwei süße Malteser, gell? Genau. Gut. Ja. Und jetzt seid ihr hier in Düsseldorf, bei uns auf dem Morello-Stand. Euch interessiert, wie die großen Fahrzeuge aussehen. Habt ihr schon einen angeschaut? Noch nicht, weil wir jetzt gerade in diese Sekunde reingekommen sind, um zu begrüßen. Aber wir nehmen uns Zeit, um so diese zu anzuschauen. Gut, was ich erfahren habe, du hast eine Behinderung. Ja, genau. Dein Mann aber nicht. Genau. Und das ist raffiniert, damit ihr auch in der Messe gut durchkommt, tarnt er sich auch leicht als, ich sage jetzt auch mit Behinderung. Nein, er ist eigentlich der den Platz frei macht, damit du durchfahren kannst. Genau. Und das ist natürlich eben in der Messe, vor allem gestern war es so krass, wie viele Leute das hier waren. Da habt ihr dann eben den Vorteil. Jetzt bei Morello gibt es da ein Fahrzeug, das ihr gerne anschauen wollt? Oder wart ihr jetzt einfach mal so? Mal schauen, was es gibt und weiß nicht, mal schauen. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr sagen, dann gehen wir mal in einen rein. Ich weiß nicht, wie... Ich nicht, aber er kann schon dann reinkommen, um zu schauen. Der macht Bilder und dann kann ich es dann anschauen. Gut. Was fahrt ihr denn jetzt? Im Moment haben wir ein Rollerteam, ein Zefiro. Und wir sind eigentlich immer unterwegs seit September vom letzten Jahr. Wir sind nonstop unterwegs. Wir leben mit unseren zwei Hunden auf dem Wohnmobil und das geht super. Gut. Das geht super. Wurde da irgendetwas umgebaut? Nein, im Moment nicht, weil es unsere erste Erfahrung war. Ja. Und wir haben gesagt, okay, wir tun nichts Besonderes rein. Mein Mann hilft mir eigentlich eben zum Auflüpfen und so weiter. Aber bist du gehbehindert? Ja, ich bin Paraplegikerin und wir sind es unsere Erfahrungen machen und wir sind jetzt am Entscheiden, welche ist das Beste und für uns zwei eigentlich, zu weiter unser Leben machen. Ich kann eigentlich sagen, die Auswahl ist so, so riesig, groß, dass man wieder nach Hause geht und nicht mehr weiß, was man will. Das habe ich gedacht. Ja, und ihr müsst natürlich auch noch schauen, dass die zwei dann auch Spaß haben, mitzukommen mit dem Wohnmobil. Die erinnert mich natürlich an meine Chichi, die jetzt nicht da sein darf. Ja. Ihr kommt richtig glücklich rüber, ihr zwei. Das ist so. Ja, die können auch glücklich sein. Ja. Also besser als so Meer, Sonne und dann wieder Wald und weiß ich, jeden Tag wieder etwas Neues. Also das ist ja super. Also wohin geht es denn nachher? Nachher gehen wir dann Richtung Italien und dann wieder Spanien und diesen Winter machen wir über Marokko. Wahnsinn. Also das ist unser Ziel und dann schauen wir weiter. Lust und Laune. Da kann man ja nur neidisch werden. Ja, da glaube ich. Also, jetzt, das hinter dir, das ist das neueste Modell. Wenn du willst, können wir da mal rein. Ja. Kannst du das mal anschauen. Und Morello offeriert euch natürlich noch einen Kaffee, wenn ihr wollt. Danke sehr. Gut. Also, dann sollen wir da mal rein. Ja. Den Hund musst du ihr geben oder nimmst du mit? Auf jeden Fall. Ihr könnt hier mal parken. Und zum Schluss gibt es natürlich das Magazin, das müsst ihr unbedingt haben. Ja, auf jeden Fall. Und das natürlich dann mit der Womoclick-Tasche.